bin Caro. Mir ist wirklich wahnsinnig wichtig, dass die Hochschulen ausfinanziert werden und nicht mehr auf die Finanzierung durch Drittmittel angewiesen sind. Ein wichtiges Thema in der Region an der Ostsee, auf der Halbinsel Schwansen, ist seit einiger Zeit der Küstenschutz. Wirklich wichtig ist mir für Schleswig-Holstein und für die Zukunft für Schleswig-Holstein, dass an allen wesentlichen Fragen, die unser Land betreffen, die Bürger beteiligt werden. Ich fordere die Ausbildungsplatzumlage für Schleswig-Holstein, um die Ausbildung gerechter zu machen. Es gibt Schleswig-Holstein als bundesweit großartigstes, natürlichstes und umweltschonendstes und nachhaltigstes Bundesland auszubauen. Wir wünschen uns kinderfreundlichere Veranstaltungen, dann würden auch mehr Familien kommen, stimmt's? Genau. Mir ist wirklich, wirklich wichtig, dass es in Schleswig-Holstein ein Land wird, in dem es gute Arbeit gibt, in dem es gute Möglichkeiten zu arbeiten gibt. Ich bin auf jeden Fall für das Wahlalter 16, weil auch Jugendliche eine Stimme in Schleswig-Holstein brauchen. Mein Wunsch und meine Hoffnung von einem Ministerpräsidenten Thorsten Albig ist, dass er diesen interkulturellen Dialog fördert. Der hat vorhin in seiner Ansprache bzw. in seiner Rede auch darüber gesprochen, dass viele Menschen sich einfach nicht mehr zugehörig fühlen. Für mich als kommunalpolitische Schulexpertin in Anführungsstrichen ist es besonders wichtig, dass die Schullandschaft wieder befriedet wird. Ich finde, der Kampf gegen Nazis ist extrem wichtig. Und ich könnte mir vorstellen, dass in Schleswig-Holstein, so wie in Mecklenburg-Vorpommern, Demokratiezentren eingerichtet werden. Dass wir uns wirklich mal dem demografischen Wandel stellen und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie fördern, sodass auch junge Frauen Familie und ihr Berufsleben, ihre Karriere unter einen Hut bringen können. Ich will, dass wir den Menschen die Politik wiederbringen und dass die SPD auch nach der Wahl im Dialog mit den Menschen in Schleswig-Holstein bleibt.